SRR Swamprock Radio proudly presents Swamprock Panic. Grüß Gott, gestatten Sie Dr. Bruce. Wissen Sie, ich bin das, was man ein Genie nennt. Aber Methode entwickelt, aus Menschen Monster zu machen, wenn Sie mal schauen wollen. Sie sind die Ersten, denen ich mein Labor zeige. Ich bin zurückgezogen, weil ich den Fragen meiner Kollegen leid. Aber bald wird das anders sein. Die Welt wird mein sein. Ich werde die Welt bevölkern mit Menschen meiner Größe und Kühnheit. Mit meinen Doppelgängern. Okay. Ich habe nur noch ein paar Dollar in der Tasche und der Tank ist fast leer. Seit 12 Stunden sitze ich am Steuer und ich sag euch, das ist keine Champagnerparty. No, Sir. Mein Name ist Sue, aber man kennt mich besser als Bazooka. Zu dem Namen gekommen bin, ist eine lange Geschichte, aber ich habe Besseres zu tun, als sie euch jetzt erzählen. Ich bin eigentlich nirgendwo zu Hause. Mach hier ein Spielchen, woanders ein paar Dollar als Stripperin verdient oder so. Aber ich habe mich nie verkauft. No, Sir. Und jetzt bin ich hier. Mal sehen, was man hier so reißen kann. Swamprock. Nicht groß, aber hässlich. Geschwindigkeitsbegrenzung? Aber was ist denn das? Ah, verdammte Schweinerei. Zeichen, ihr Schweinchen. Was für eine super Sau. Das glaube ich nicht. Oh, auf meiner Straße. Wenn ich die zu fassen kriege. Kommen Sie da raus. Lassen Sie uns über Ihr Sozialisationsdefizit plauschen. Oha, du bist doch die geile Kleine aus... ich meine, kein Problem, Sweetie. Hab ein Herz aus Gold. Setz dich in meinen Wagen. Na, Baby, wie können wir dein kleines Missgeschick aus der Welt schaffen? Komm ruhig näher, ich beiß nicht. Aber ich, Baby. Warte, du kleines Dreckschweinchen. Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, ich kriege dich und serviere dich meinen nicht vorhandenen Freunden in das Blick. Oh, oh, Leute, schön aufpassen, der Sheriff ist jetzt wirklich wütend. Thank you.
Flasche Schnaps, leider ohne was drin. War das jetzt eine Schnapsidee? Ein armer Minderbemittelter mit einer Zeitung. Ein armer Minderbemittelter. Entschuldige, könnte ich deine Zeitung mal haben? Und was krieg ich dafür? Ja, vielleicht ein Dankeschön. Bah, da müsste ich schon mit was Besserem kommen. Hier, wie wär's mit einem Schluck? Was ist denn das? Sieht aus wie der Hairstylist dieses Ortes. Guten Tag. Ah, Mademoiselle Petit Petit. Also, kann ich Mademoiselle verführen, morgen zu kommen zur Eröffnung meines Petit Salon de... Ich bin gekommen aus Frankreich. Vive la France! Um euch ihr zu zeigen, große französische Kunst, Tja, eine neue Matte könnte ich schon gebrauchen. Sieht très charmant. Ich Ihnen gebe einen Gutschein für freie Schnitt, Sie kommen morgen zu meiner Eröffnung von einzigartigen Salon, Ich werde es mir überlegen. Was ist? Ich meine, okay? Nur drüber denken nach. Und meine Salon so petit. Genau. Wiedersehen und danke für den Gutschein. Menno, ich fasse es nicht. So jemand, der richtig und echt arbeitet. Sensationell, ein arbeitender Mensch. Sensationell, ein... Entschuldigen Sie. Was ist denn? Ich möchte nur... Aber nicht von mir, wa? Schmarotzen ist nicht bei mir, verstehst du? Tachchen, ich bin neu in der Stadt und ich wollte mich mal über euren Büchervorrat informieren. Kennen Sie das Passwort? Nein. Tja, kein Passwort, kein Einlass. Wer übt denn da schon wieder Rollschuhfallen? Schau an, ein Werbeschild. Dieser Mann hat weder etwas mit Apo zu tun, noch mit Theken. Und trotzdem ist es ein Apotheker. Hallo. Ich hätte gern... Hört sich ja schlimm an. Das können Sie wohl laut sagen. Na, wie wär's denn, wenn Sie mal etwas gegen Ihre Erkältung tun würden? Wie meinen? Nun schlucken Sie doch einfach eins Ihrer Medikamente. Was? Eines meiner Medikamente. Sie müssen verrückt sein. Wer bedient Sie anschließend? Hallo, ich hätte gern... aus der segensreichen Pionierzeit. Hey, wollen Sie das alte Ding wirklich kaufen? Wahnsinn! Seit 150 Jahren das erste Mal, dass jemand so einen Schrott kauft. Aber sei's drum, macht 5 Mucken. Ein Kofferradio, das in jeden Koffer passt. Mensch, den kenne ich doch. Das ist doch der Mann, der uns Bugs Bunny brachte. Der uns Daffy Duck brachte. Der uns Schweinchen Dick brachte. Das ist Tex Avery.
Das ist ja ein dickes Ding. Ob der vielleicht auch Fleischklopse mag? Scheint sein liebstes Spielzeug zu sein. Das war es doch gleich, wofür ich den wohl brauchte. Oh, ein Swambrockler. Das Käseblatt. Ein Star-Reporter wird hier wohl kaum hausen. Der Schreibtisch müsste mal aufgeräumt werden. Der Schreibtisch müsste mal aufgeräumt. Schau mal an, der Beetschuppen von Swambrock. Welch schweißtreibende Tätigkeit. Wie war das gleich? Was ich in diesem Spiel so alles nehmen muss. Pfui. Passanten, nichts als Passanten. Sie kreuzen hier anscheinend quer und beet. Mal die Lacke. Ist nicht besetzt. Ein Ort der Kommunikation. Von hier aus kann man die ganze Welt erreichen und ihr dann nichtigste Nichtigkeiten verdellern. Ihr lasst mich wohl auch jeden Müll aufsammeln, was? Das ist ja ein eigentümliches Kerlchen. Da steht ein Schildchen. Heute geschlossen sind Fischen. Tja, eine Arbeitsauffassung ist das. Niggis, ihr seid ja wohl plemplem. Freiwillig da rein, nie und nimmer. Ihr könnt flehen, ihr könnt meine Füße küssen. Ich gehe da nicht rein. Hier komme ich nur mit einer Eintrittskarte rein. Schau an, auch hier gibt es das liegende Gewerbe. Schau an, auch hier gibt es das liegende Gewerbe. Hallöchen. Hallo, zwar rechts, zwar links. Wie stehen die Geschäfte, hä? Mäßig, mäßig. Und zwar jeden Sinn. Irgendwie beißen die Kunden nicht mehr richtig. Vielleicht fehlt dir nur der richtige Biss. Hä? Naja, eben das richtige Mittelchen, um die Kunden zu verführen. So, das wäre? Mehr Titten. Ich hab doch genug Holz vor der Hütte. Tachchen, wie läuft's? Danke für die Auskunft. Ein Bettlaken, gewaschen mit den Megaperls. Ein Loch von stattlicher Größe, der Traum eines jeden Hobbygolfers.
Ab jetzt ist die strahlende Welt weißer Wäsche mein. Etwas zum Reinwerfen von Münzen. Ein Mittelchen, um auch dem schlimmsten Fleck zu Leibe zu rücken. Sieht aus wie das Zeug. Und schon ist das Fläschchen etwas gefüllter. Was für ein hübsches... Sorry, Boys and Girls, aber entweder bin ich zu klein oder aber das Ding ist einfach zu weit weg. Entschuldigen Sie. Guten Tag. Hallo. Es brennt. Jetzt verstehe ich endlich, was es heißt, in ein Buch vertieft zu sein. Ich liebe Oldtimer-Spiele. Sieh mal eine an. Hier sitzt anscheinend das größte Softwarehaus der Welt. Die güldene Tür zum sagenumwobenen Starbite-Spiele-Imperium. Zirken diese verfluchten Weicheier! Meine Nipple Rings of Medusa Platin, the longer one will win, zu verhunzen! Alles flitzpiepen, die Löcher in den CDs zu vergessen! Und das, wo ich sie nicht mal unterbezahlt habe! Habe sie nämlich gar nicht bezahlt! Da haben wohl hochwertige Grafiker untalentierten Mist fabriziert. Oliver, die lösende Kraft, die Computerspiele schafft. Jürgen, der Mann von Welt mit dem Gespür fürs schnelle Geld. Wer stört? Wow, was für ein Schwein! Wie wär's, wenn wir dich für ein Spiel vermarkten? Warum nicht? Wie viel krieg ich dafür? Geld? Wer redet schon von Geld, wenn es um den Fortbestand unserer Zivilisation... Ich armer Arsch. Ich bin ruiniert, komplett und endgültig. Na schön, unterschreib. Ach, jetzt verstehe ich endlich die Redewendung, du dummes Schwein. Mach dir nichts draus. Ich schenke dir dafür dieses Wunderwerk von Füller. Mein Dank wird dir ewig nachschleichen und dich niemals erreichen. Auf zum Löcher machen. Auch. Wer bist du denn? Oliver, mein Name. Bin hier der Supermann für alle Fälle. Aha, dalle, welch hübscher Größenwahn. Und welche Fälle managst du? Mein größter Hit war die Bill... The Killer Bimbos and the Queen Beach Chainsaw Massacre XX... Klingt ja wirklich beeindruckend. Da ging es um Bill... Killer Bimbos, die in Queen Beach ein fürchterliches Chainsaw Massacre durchziehen. Ach, tatsächlich. Da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. Aber das Schärfste ist der Gag dabei. Und der wäre? Einer der Billerkim... der Killer Bimbos ist in Wirklichkeit der getarnte Brachialski aus meiner zweiten Erfolgsserie Brachialski and the Terrifying Nurses. So konnte ich das Spiel noch ein zweites Mal verscherbeln unter dem Titel... Brachialski kills the Biller Kip. The Killer Bimbos. Und das nächste Spiel heißt dann wohl The Killer Bimbos Terrified by the Terrifying Nurses, oder? Wer hat dir das verraten?
Apropos, ein Clown. Hey, wer bist denn du? Ich bin eine alte Amiga-Grafik. Die haben mich rausgeschmissen. Ich gehe jetzt und mache meiner Existenz ein Ende. Eine Tür. Echt aufregend. Hey, das ist ja das Cabrio-Modell, meine... Ein Bettlaken. Kegeln kann man ja auch. Ein großer Idiot. Ein Münztelefon sieht ja sogar funktionstüchtig aus. Den Wirt eines solchen Schuppens hatte ich mir aber anders vorgestellt. Oh oh, der Tresen hat auch seine besten Tage hinter sich. Ein bisschen groß. Schau an, eine alte Sardinenbüchse. Ich sammle schließlich alles, fast alles. Warum nicht dann auch diesen Müll? Oh, meine Brüder und Schwestern! Lasst uns beten für die Wonnen der leiblichen Lust! Wir einander lieben und uns suhlen im Schlamm der Sünde. Besteht aus purem Panzerglas. Kein Durchkommen also. Absolut kein Durchkommen hier. Und wenn ich eine Panzerfaust hätte. Absolut kein Durchkommen. Hallo? Meine Brüder und Schwestern! Ja, gewiss, aber... Empfanget ihr die Wonne-Einheit durch Country Music? Nicht so ganz, aber... Oh, meine Brüder und Schwestern! Ach, gegen diese Country-Masche komme ich wohl nicht an. Ein Traum. Und der wird wahr. Swamprock 2000. Ohne widerspenstige Priester und Bürger. Ein wunderbares Sündenfluch. Ein Schreibtisch der... der Traum des Sheriffs scheint ja eher der Albtraum aller denkenden Menschen zu sein.
Mensch, was für eine Karre. Boah. Der will in den Buchladen. Der will in den Buchladen. Hallo. Passwort. Sesamstraße. Mommel. Und Bernd. Und Brötchen. Alles klar. Komm rein. Hallöchen. Passwort. Irgendwas mit Sesambrötchen oder so. Blödsinn. Verschwinde. In denen wir was für unsere Schönheit tun können. Tag. Passwort. Ein Würstchen. Dosenöffner. So gut. Stimmt, rein mit dir. Und ich bin's wieder. Schon wieder die Nervensäge. Passwort. Ein Würstchen öffnet sich. Stimmt nicht. Hey, Fräulein! Finger weg! Aber Dalliest, das ist nur für Hotelbewohner. Entschuldigen Sie. Hallo. Das Hotel brennt. Einen guten Schlaf, der Schniekemann. Was denn? Ein Atomkrieg? Sie wünschen... Entschuldigen Sie. Sie wünschen... Ein Zimmer. Tja, tut mir leid. Wir sind ausgebucht. Gibt es denn woanders Zimmer? Ja, das ist ein Hotel kurz vor der Stadt. Beim Haus von Brut, aber... Was? Nicht die feinste Ecke. Naja, danke. Werd's vielleicht trotzdem mal probieren. Wo finde ich denn das Motel? Ein Knöpflein. Hey, Fräulein! Finger weg! Aber Dalliest, das ist nur für Hotelbewohner! Schönes Wetter heute, nicht? Passwort. Wisper, dich, wisper, Hund, wisper, Leine. Und schon drin. Ich glaube, ich kenne jetzt das Passwort. Okay, dann schieß mal los. Es könnte heißen, Sesam, öffne dich. Ganz schön clever für ein kleines Schweinchen. Du kannst rein. Gute Wahl, meine Liebe. Die Liebschaften von Frederik waren wirklich was Besonderes. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und er hat so gerne wertvolle Kristallelefanten verschenkt. Was soll es denn kosten? Ich habe heute meinen großzügigen Tag. Ich schenke es dir. Bücher! Wahnsinn!
Brüderchen. Guten Tag auch. Dein Astralleib verrät mir, dass du etwas von mir wissen willst. Tja, das stimmt. Sind Sie Wahrsagerin? Richtig geraten. Dann sagen Sie mir doch mal was Wahres über Frederick Booth. Ach, ein Traum von einem Mann. Stark, groß und ein wundervoller Liebhaber. Siebenmal in einer Nacht, der Spruch ist von ihm. Und jeder seiner Geliebten hat er einen Kristallelefanten geschenkt. Soll etwas Merkwürdiges mit den Dingern auf sich haben. Irgendwo müsste hier noch eine rumfliegen. Oh, wie putzig, ein alter Sissi-Roman. Der alte Hut. Ja, wie wär's mit einem Schluck? Bah, was ist denn das? Was soll ich denn damit? Leider nicht. Vielleicht bringt ihr... Schade, schade. Ich sammle viel ab. Na ja, wenn das Geld schon auf der Straße liegt, alles für meinen kleinen privaten Geldspeicher. Ein Automat, der den Weg in die weite Welt ebnen hilft. Automaten haben schon immer eine anziehende, magische Wirkung auf mich ausgeübt. Wer nicht investiert, der nicht gewinnt. Schon meins. Automaten. Automaten. Automaten haben schon immer... Nicht, dass ich ein Zocker wäre. Schließlich war es ja eure Idee. Wie war das gleich? Ach ja, auf... ist nicht besonders. Warum auch nicht? Jeder sollte ein Ochsenhorn haben. Eine Stinknummer. Thank you.
Eimer, so leer und öde. Ach, diese Angler, sie alle haben kein Zuhause. Da sitzen sie nun und starren auf das Wasser. Guter Mann, was angeln Sie denn so? Guter Mann, was angeln Sie denn so? Psst. Ah, und wie schmecken die? Ruhe! Nein, das ist kein Sieb für überdimensionale Spaghetti. Das ist ein Fischköcher. Guter Mann, was angeln Sie denn so? Psst. Ah, und wie schmecken die? Ruhe! Sumpf, nichts als Sumpf. Einfach... Entschuldigen Sie. Guten Tag. Hallo. Es brennt. Jetzt verstehe ich endlich, was es heißt, in ein Buch vertieft zu sein. Etwas zum Reinwerfen von Münzen. Etwas zum Reinwerfen von... Etwas zum Reinwerfen... Willst du nun das Rätsel lösen oder nicht? Was soll ich denn damit? Damit kann ich nichts anfangen. Sie wünschen... Ein Zimmer. Tja, tut mir leid. Wir sind ausgebucht. Gibt es denn woanders Zimmer? Na ja, da ist ein Motel kurz vor der Stadt. Beim Haus von Brut, aber... Was? Nicht die feinste Ecke. Naja, danke. Werd's vielleicht trotzdem mal probieren. Wo finde ich denn das Motel? Tja, bin ich die Auskunft? Hey, Fräulein! Finger weg! Aber Dalli ist! Das ist nur für Hotelbewohner!
okay. Dann schieß mal los. Es könnte heißen, Sesam, öffne dich. Ganz schön clever für ein kleines Schweinchen. Du kannst rein. Und sie steht und steht und steht. Vielleicht sollte ich mich mit dem Spruch mal in der Werbung versuchen. Na schön, wie ihr wollt, stürze ich mich halt in den öffentlichen Verkehr. Welch ein sinniger Geniestreich der Stadtplanung. Nur eine Station für die gesamte U-Bahn. Toll. Der Swamp Rock Tempel von hinten. Nicht besetzt. Ein Ort der Kommunikation. Von hier aus kann man die ganze Out of order. Verhältnisse wie in der Großstadt. Leider nicht. Vielleicht bringt dir der nächste Mausklick mehr Glück. Ist ja ein eigentümliches Kerlchen. Hier komme ich nur mit einer Eintrittskarte rein. So also sehen die Hinterhöfe in dem Kaff aus. Die Rückseite der Bank. Ich bin zwar blöd, aber ich liebe halt das Risiko. Nee, lieber Spieler, da komme ich aber jetzt noch nicht dran. Was du heute nicht kannst besorgen. Da komme ich aber jetzt noch nicht. Ein guter Platz, um was drauf. Was du heute nicht kannst. Nee, lieber Spieler, dafür bist du noch zu früh. Thank you.
Da steht ein Schildchen. Heute geschlossen, sind Fischen. Tja, eine Arbeitsauffassung ist das. Jeder quatscht mich hier nur dumm an. Lass deine Finger gefälligst von meinem Paradiesvogel und ihrem Guano. Der Squamrock Monster hat auch Schule genannt. Vögel, die ich mag, sind Brathähnchen. Oder nicht? Na, was meinst du, lieber Spieler? Leider nicht. Vielleicht bringt...